Morgen, Jungs. Peace. Heute spiele ich SCP Containment Breach. Version 073. Was gibt's da zu sn? Insider. Fred. Muss ja auch mal hier. Hast du Intro mitgemacht? Nein. Das ist sehr schade. Weißt du was? Wir nutzen die Technik und skippen es einfach nachträglich. Nein, das wird jetzt im Realtime-Opfer gemacht. Ja, Realtime-Opfer. Real-Life meinst du? Ja, aber jetzt Realtime. Ah ja, verstanden. Ich hab mir schon was dabei gedacht. Du denkst mir nicht. Bin ja nicht. Das in einem Satz zu hören. Okay. Pick up the paper. Achso, ich soll's lesen, ne? Ja. Jetzt kommt der Typ nicht rein. Lies den Zettel. Ey. So. Lies den Zettel. Nicht so schnell, sonst erschießt er dich. Jetzt hast du es wieder verbuggt. Klar. Jetzt musst du vor dem herlaufen. Oh, ich hab's runtergeworfen. Gleich schießt er mich ab. Wegen Verschmutzung der Umgebung hier. Wrong way. Oh. Execute! So, jetzt. So ein Arsch. Aber was erst sagen, falscher Weg, oder? Klonkrieg. Ich hab ja gesagt, du hast es falsch gemacht von Anfang an. Guck mal, was für ein Büro. Sind alle in Mittagspause. Nö. Außer der muss arbeiten. Ich hab auch ungefähr. Opfer. 8 Stunden am Tag Pause und eine Stunde Arbeitszeit. Effektiv. Probably be fine. Finde ich immer voll lustig, wie du das sagst. You'll probably be fine. Früher dachte ich immer, dass dieser rote Punkt ein Auge ist. Bis ich den mal wirklich von vorne gesehen habe. Das war's. Wir haben gar nicht gesagt, welches unser Lieblings-SCP ist. Wir haben letztes Mal die Frage gestellt, aber wir haben nicht gesagt, welches unser ist. Und welches ist deins? Das ist eine gute Frage. Ich habe eigentlich zwei. Einmal den hier. Mhm. Also das ist eigentlich so das Lieblings-SCP, weil man das einfach am meisten erschickt, finde ich. Ja. So, aber... Weil so, es einfach so sexy ist. Nee, vom Konzept her ist mein Lieblings-SCP die Encyclopedia of Diseases. Meinst du das safe? Weil das ist sehr vielseitig. Weil es nützlich ist für Spiele. Ja, ist auch vielseitig. Du kannst alles eigentlich reinstecken. Zum Beispiel ein Stück Papier, das ich jetzt ausfinden kann. Was ich auch interessant finde, das ist jetzt zwar nicht im Spiel, aber es gibt ein SCP in Form von einem Getränkeautomaten und der hat kein Nummernfeld zur Eingabe, sondern eine Tastatur und da kann man irgendeine Substanz, die es tatsächlich auf der Welt gibt, kann man dann eingeben und die wird dann eben ausgeschenkt. Also es muss eine flüssige Substanz sein. Und die kommen scheinbar in so Pappbechern raus. Und egal was für eine Substanz ist, ob das noch so eine starke Säure ist, die fließt sich nicht durch die Becher. Also die Becher sind gegen den Einfluss der Flüssigkeit in jedem Fall immun. Wow! Ja, du redest dir irgendwas. Okay, das war jetzt leicht überraschend. Ich bin immer geradeaus, dass man hier wegkommt. Also das finde ich vom Konzept immer auch sehr interessant. Dass einer runterfällt? Nee, diesen Automaten da. Ach so, okay. Aha! Keycard. Das ist gut. Ja. Moin. Das ist wieder offen, ey. Aber diesmal ist die Tür zu. Wo ist denn der überhaupt? Wow! Ja komm, das war jetzt nicht so schlimm. Ja, weil er da plötzlich war. Er war vorher nicht da. War da. Das hat mich auch förmlich eingeschissen. Wieso bist du jetzt nicht am anderen Himmel da raus? Zum Durchgehen? Ich hab schon meine Pläne. Okay. Do what you want. Ist der safe in dem dunklen Bereich, oder? Nee, ja. Das ist im selben. In dem Bereich hier? Ja. Oh, scheiße. Kommt halt irgendwo. Da ist der safe. Echt? Nee. Unecht. Ich werde da durchführen, wie gesagt. Ich hab gar nicht gehört, wie ausgebrochen ist, oder? Immer geradeaus? Hätte ich gesagt? Ja, ja. Jetzt rechts.
Wir wollen uns ja immer am Rand der Map orientieren, oder nicht? Ja, schon noch nicht so drin. Okay, sehr gut. Das ist gut. Dann müssen wir da jetzt nicht weitergehen. Junge. So. Also da müssen wir auf jeden Fall hin. Das können wir uns merken. Ja. Das kam jetzt letztlich. Oh, geil. So ein Arschloch. Ja, aber ich habe Arsch schon so angedeutet. So. Ja, aber zu spät. Hab es zu spät gemerkt. Ich habe meinen Ellbogen so ein bisschen im Stuhl. Stell dir vor, er wäre nicht gestorben. Wir hätten gesehen, wie er vor uns steht. Da hätte ich noch länger geschrien, glaube ich. Okay, nochmal. Nochmal. Was, da stand jetzt wieder Cause of Death, Mann. Ach so, hab ich gar nicht gesehen. Ach, jetzt sehen wir im Video dann. Ja, eben. Frame by Frame müssen wir uns das dann nochmal einverleiben. Machen wir doch sowieso, oder? Was haben wir denn mit Intro gemacht? Das ist jetzt echt blöd. Ich quitt nochmal. Ich quitt nochmal. Ich muss an der Stelle so ein Bild einblenden von so einem Facepalm vom Captain Schneid Picard. Schneid es einfach raus, Junge. Yes. Schneiden wir einfach raus. Nee, es bleibt. Nein, das schneide ich raus. Alles in Realtime. Für euch. Ich schneide es nämlich gar nichts mehr heute. Das wird rausgeschnitten, Junge. Ich schneide heute auch nichts mehr. Ich schneide es morgen oder so. Aber das wird rausgeschnitten, Junge. Bleibt alles drin, alles drin. Nein, du Zack. Du wirst lachen, wenn du das Video siehst. Da würde ich das Video würde ich als Spam melden. Und dann? Ja, schreibe ich, da bin ich drin. Begründet. Du verletzt meinen Copyright, weil ich drin bin. Und ist unter deinem Namen veröffentlicht. Ja. Bist du jetzt auch drauf? Haben wir vorhin auch gemacht. Bist du jetzt auch drauf? Das Ganze gelaufen. Ich kann auch einfach sagen, Digga, Digga, Digga. Jetzt muss man es raus machen. Ja, jetzt hat das Spiel schon angefangen. Das ist blöd. Das hast du für Zeug jetzt gemacht. Das ist von vorne angefangen. Das ist blödes Gelaufen. Lustig, wenn jetzt gestorben ist. Meinst du, es kommt jetzt nochmal so überraschend? Die 173er Räume kommen jetzt nicht mehr so oft, gell? Ja, zum Glück, ey. Das fand ich ja teilweise scheiße, wenn die da. Alter! Scheiße! Wenn die da Drammen hintereinander kommen. Ja. Das ist jetzt ein bisschen verbuggt, weil du da stehen geblieben bist. Wo komme ich her? Da lang. Aber es passiert irgendwie immer im ersten Raum, ne? Zum ersten. Beim nächsten Mal sind wir nicht mehr überrascht. Das ist voll das Glück mit den Keycard-Bäumen, ey. Naja, ich freue mich da nicht so, wenn ich den sehe. Die Tür auch offen gelassen. Kommt er dich holen? Immer geradeaus, oder? Oder komm ich daher? Die Tür, die hätte zugemacht, aber jetzt. Ne, jetzt ist. Das hätte ich mir jetzt echt geschenkt. Nein! Weil ich scheiß mir hier schon voll ein, dass der. Der kommt. Ich glaube, es kommt immer einer, wo er runterfällt und danach kommt der mit dem Fleck. Der mit dem Fleck, der ist völlig natürlich. Nein! 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 Wir schauen uns. Was war eigentlich? Ich wollte geradeaus laufen. Langweilig. Achso, ja, wenn wir den Ring haben, dann möchte ich da nochmal reingehen. Um zu gucken, ob wir dadurch wirklich immun sind. Gegen diesen Drang. Dieses zwanghafte Vervollständigen. Was ist drin? Dieser Komposition. Ne, der ist nicht drin. Aber in der Version 071, da ging der Rauch manchmal nur bis zur Hälfte, ne? Mhm.
Haben wir da noch voll gut gesehen. Gut. Okay, dann wird's gut, aber es ist schon mal geil auf jeden Fall. Das ist geil. Da könnte man eigentlich rauchen, wenn er da drin wäre, könnte man ihn rauslocken. Ja. Jetzt ist hier auch wieder auf. Schmeiß zuerst Navigator und Gasmaske rein, mach Verify und danach die Keycard. Hätte ich auch Verify gemacht. Und in der Zeit, in der das jetzt, ja, wir sind jetzt transformiert wird, kannst du den Schritt für Bands casten nehmen. Mit Risiko. Ja, die Wahrscheinlichkeit wird auch runtergeschraubt. Ich würde trotzdem gleich. Was ist denn los? Oh ja, Junge. Risiko, Risiko. Die Tür hast du offen gelassen, oder? Bin ja nicht dumm. Glück gehabt. Geh durch. Geh durch. Knack. Was hast du gemacht? Ja. Ja gut, wir haben die Omnicard. Ja. Ach ja, stimmt. Jetzt? Da war der, das Blinkding da. Okay. Waren wir schon da, wo es in diese dunkle Zone geht? Oder war das im Spiel davor? Wir waren schon da, ja, wir wollten uns echt merken. Im Spiel davor war das, oder? Echt? Wo wir dann gestorben sind, glaube ich. Glaub schon. Nämlich dann war es vorne links. Da jetzt raus. Der ist 173 längst weg, glaube ich. Nee, das war jetzt der erste Raum. Aber da war auch ein roter Raum, oder nicht? Ja, da war das. Weg. Nein! Da war das der Weg. Das war mir jetzt aber peinlich! Man kann ja rennen. Das ist rechts, oder? Hey. Na, dann kommst du nicht weiter, oder? War da noch was? Ich hab keinen Plan. Schau es mal schauen. Ja, okay, pass. Glück gehabt. Das ist der einzige Weg, eigentlich, ne? Das ist gut. Da laufen wir jetzt immer geradeaus, wenn es geht. Spiel hilft uns. Alles gut? Der ist hinter dir, Mann. Ne, vor dir, Alter. Boah, ey, stell dir vor, du hättest dich jetzt umgedreht. Der geht vorbei. Höchste Konzentration. Wie damals. Da steht jetzt nochmal. Da hat die Tür aufgemacht. Was? Gehört? Hat er jetzt geblinzelt oder? Hat geblinzelt, ja, durch dieses Gas. Da. Cause of death. Fatal cervical fracture. Assumed to be attacked by SCP-173. Ich glaube, das war's für heute. Ja. Cervical Fracture, was ist denn das? Wahrscheinlich Genickbruch. Wir haben wenig Neues gesehen, oder? Ist gar nichts Neues. Eigentlich. Die Cervix ist eigentlich was anderes. You know what I mean? Okay. Cervical Fracture. Ade. Weiß ich Bescheid. Bis zum nächsten Mal, Jungens.